Ein herzliches Willkommen bei einem neuen Teil von Forschung Ursteinwelten. Nach der Einstimmung nochmal ein herzliches Willkommen für meine lieben Freunde der Ursteinwelten und auch für alle, die heute neu dazukommen. Ja, heute ist mal wieder das Thema der Pannonsee und auch Austria, denn ich habe ein paar tolle Neuigkeiten gerade zu diesem Thema und ein paar tolle Nachweise, wahrscheinlich auch Beweise, dass es den Pannonsee vor gar nicht langer Zeit noch gegeben hat. Ja, ich habe da ein paar Karten gefunden aus dem Jahre 1773. Die möchte ich heute auf jeden Fall mal zeigen, mal vorstellen, wo man einige Sachen sehr, sehr deutlich sieht. Und was absolut spannend ist, weil es ist noch nicht so lange her. Ja. Das sind ja knappe, sagen wir mal, 250 Jahre. Ja. Nicht einmal 250 Jahre. Und wo man noch klar sehen kann, dass der Pannonsee vor gar nicht langer Zeit noch Realität war in Mitteleuropa. Und der uns aber ja ganz beharrlich verschwiegen wird. Gut, dann gehen wir mal direkt drauf. Und zwar sind wir hier bei einer Flutmap, die ich gerade schon angekündigt habe. Die Flutmap ist eigentlich eine Map, wo du Wasserstände in verschiedener Höhe einstellen kannst und eigentlich nachvollziehen kannst, wie es zur Zeit der Flut einmal ausgesehen haben könnte. Und diese Flutmaps benutze ich halt öfter mal, um mir Vorstellungen zu machen über die Zustände, wenn ich irgendwelche Exkursionen mache. Ja? Wenn ich irgendwo war, dann schaue ich mir mal hinterher die Flutmaps an und weiß, wie hoch der Wasserstand da mal irgendwann gewesen sein könnte.
Der Einstieg ist halt hier bei der ehemaligen Rias-Küste. Rias, eine spezielle Form der Küste, das habe ich schon beschrieben. Und die gab es halt damals in Österreich, kann man sagen, von Klosterneuburg bis Krems. Ja, das ist praktisch diese alte Küste, diese Bucht, diese Einbuchtung vom ehemaligen Austria. Ja, und was wahrscheinlich auch die Wortgründung im Endeffekt für die Wortgründung ausschlaggebend war. Ja, du hast hier dieses riesige Austernriff gefunden, was als Museum mittlerweile eine Attraktion ist. Und eigentlich zu den größten Ausgrabungen überhaupt weltweit fast gehört, weil da wurde ein komplettes Austernfeld ausgegraben. Und du hast zum anderen die Ria-Küste, ja? Und wie sich wahrscheinlich der Name daraus entwickelt hat. Austria, Austria. Ja? Und warum ich das jetzt zeige, hat einen bestimmten Grund. Weil daraus, gerade aus dieser Strecke, Krems, Klosterneuburg, können wir nachher sehen, entnehmen, wie die Donau, die praktisch dann übrig blieb, aus diesem Meeresarm immer noch vor gar nicht langer Zeit total unreguliert und wild dahin lief. Ja, das ist auch ein Anzeichen dafür, dass man keine Zeit hatte, eine Regulation zu machen eigentlich, ne? Obwohl es eigentlich im Jahre 1750 bis 1800 eigentlich schon eine relativ hochentwickelte Zivilisation gab, mit auch vielen Einwohnern in Austria, Österreich, war es bis dahin trotzdem nicht möglich, den Fluss so zu regulieren, dass er halt in einem normalen Flussbett, so wie es heutzutage ist, fließen konnte. Und das ist das Spannende an der ganzen Sache, dem wir uns jetzt noch ein bisschen mehr und ein bisschen näher, intensiver widmen wollen. Ja. Hier sehen wir nochmal die für mich wahrscheinliche Wiege Österreichs, ja, mit dem Zentrum Klosterneuburg, Kornneuburg. Hier nochmal die Fundstätte der Austernbank mit der größten Austernperle, die jemals weltweit gefunden wurde. Also ich sehe wirklich, dass das hier, diese Region, ursprünglich die Wiege Österreichs war. Ja, du hast hier wahrscheinlich, und das ist ja auch immer sehr spannend, dass man mal wirklich Krems untersucht, weil Krems liegt damals schon am Meer, an einer Ria, hat einen Hafen gehabt, hat diesen Hafen heutzutage noch an der Donau. Also da müsste man wahrscheinlich auch mal größere Untersuchungen machen. Und man kann halt hier bei diesem Bild wunderschön erkennen, dass Österreich ursprünglich eine Fischer- und Seefahrernation war. Ja. Hier war eigentlich nur Wasser. Ja. Da, wo jetzt Niederösterreich ist, Ostniederösterreich, ja, ist Wasser, ja, mit verschiedenen Inseln und so weiter und auch Verbindungen zu anderen Ländern, wo man auch jetzt noch nicht ganz genau weiß, zu wem diese Länder zugehörig waren. Und ja, wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen, wie die Zustände nach dem Fastverschwinden des Pannonsees
aus diesem Zustand, den wir jetzt gerade sehen, genau aussahen. Ja, Österreich, Austria war wahrscheinlich mal wirklich ein Stamm der Austernfischer und Seefahrer. Und der Ursprung halt hat sich hier in diesem Bereich Korneuburg, Klosterneuburg zugetragen. Ja, man kann auch sehen, dass Klosterneuburg wahrscheinlich auch relativ früh gegründet wurde. Und dass diese Fläche hier oder diese Region wirklich der Dreh- und Angelpunkt der zukünftigen Nation Österreich gewesen sein kann. Ja. Und man sieht, ich will es auch nochmal zeigen, die Wortspiele oder Wortzusammenhänge Austern, Austria und dafür und dazu das lateinische Wort nochmal, ja, was eine völlige Ähnlichkeit mit Österreich hat, ja, da fehlt eigentlich nur das E und dann geht's schon los, Reich, ja. Wenn man ein bisschen kreativ ist, macht man da schnell in Österreich draus, ja. Also, man kann schon sehen, die Wortentwicklung, die Abstammung des Wortes Österreich und Austria, ja, wo das in Wirklichkeit herkommt. Hier gehen wir mal direkt auf eine Karte rauf, wie sie jetzt zurzeit gerade im Internet zu finden ist, wo halt angegeben wird, dass diese aus dem Jahre J773 wäre. Also in der modernen Zeit sagt man 1773. Und bei dieser Karte, wo der Pannonsee halt komplett verschwunden ist, da kann man halt schon einiges super gut erkennen. Ne? Und zwar, dass die Donau, die um Korneuburg herumfließt, komplett wild und unreguliert fließt. Ja? Hier mal Wien und auch hier oben Richtung Krems, wo ich gerade die Ria gezeigt habe, fließt die Donau komplett unreguliert. Das heißt, es war noch keine Zeit, es war noch nicht die Menge an Leuten da, die Kapazität und Ressourcen, um diesen Fluss zu bändigen. Es muss also immer wieder riesige Überschwemmungen gegeben haben, mit denen die Leute, die an dem Fluss lebten, halt umgehen mussten. Ne? Siehst du auch, dass die größeren Ortschaften relativ weit vom Fluss gebaut wurden, weil wahrscheinlich das Wasser, wenn es sich nach einem Winter zum Beispiel, wenn es geflutet hat, wenn es eine Flut gab, ein Hochwasser, es wahrscheinlich bis dorthin sich ausgedehnt hat. Ne? Hier auch ein sehr interessantes Bild, wo wir ein bisschen dichter rangehen an den Ursprung, an die Wiege Österreichs, wo man auch sieht, wie die Donau hier rumfließt, um diese Formation, die als Tempelberg bezeichnet wird in der heutigen Zeit. Und ich habe mir den mal ganz genau angeschaut, diese Formation, und bin drauf gekommen, dass diese Formation wirklich in einem rechten Winkel liegt. Und wenn sowas so eindeutig in einem rechten Winkel liegt, dann muss man schon sehr drüber nachdenken, zumal es auch Tempelberg heißt in der heutigen Zeit, ob das nicht eigentlich diese komplette Formation künstlichen Ursprungs ist.
Du hast im Prinzip eigentlich nur hier oben eine Ausbuchtung, die ich der Zerstörung zuschreibe. Die ist halt während dem Kataklysmus, den es gab, die halt dem Kataklysmus zuzuschreiben ist, ja. Durch Zerstörungen sind halt Teile nach unten Richtung Fluss oder, ja, wenn es den Fluss nicht gab, Richtung Pannonsee, Richtung Ria gerutscht, ja. Die sind einfach vom Berg oder von der Anhöhe runtergerutscht. Aber die Grundform bleibt trotzdem erhalten. Es ist ein rechter Winkel. Und weil das so ist, weil das alles so klar sichtbar ist, immer noch heutzutage, ja, weil es natürlich wenn es künstlich ist, ein massiver Bau ist und auch die anderen Nachweise, die wir vorher schon gebracht haben, würde ich wirklich sagen, dass dies ja, in der Vergangenheit, im Altertum und auch danach wirklich der Dreh- und Angelpunkt einer alten Kultur und auch des Aufbaus einer neuen Kultur sein gewesen ist und sein muss. Ja. Also hier hat sich wirklich im Altertum vor der Flut abgespielt, würde ich mal sagen. Ja. Weil ich das wirklich sehe als Wiege, als Ursprung der Nation Österreichs oder des Stammes Austria. Ja. Hier sehen wir direkt mal Wien. Ja, jetzt sind wir direkt auf Wien. Und auch Wien liegt direkt an einem Flussarm, der immer noch, wie man hier sehen kann, der total verwilderten Donau mit komplett vielen Nebenarmen und wieder Nebenströmen und Flüssen, also völlig unreguliert. Ja. Und man sieht auch hier bei der Stadt Wien immer noch die sternförmige Mauer, ja, die außenrum gebaut wurde. Ja, das alles wirklich im Jahre 1773. Hochinteressant, dass man solche Karten findet. Und dazu werde ich euch auch noch was zeigen zu dieser Karte, was auch noch sehr interessant ist und eigentlich unerklärlich. Dazu gehen wir mal direkt auf eine aktuelle Google Maps Karte rauf. Und wir bleiben natürlich erst einmal in Österreich, in Austria. Und bei dieser Formation, die ich euch gerade gezeigt habe, diese rechtwinklige Formation, und man sieht hier wunderschön, wie die Donau lang fließt, ja, das mittlerweile aktuelle Wien, das große Wien, ja, wo auch die Stadtmauer schon verschwunden ist. Und diese aktuelle Karte kannst du merkwürdigerweise switchen mit dieser alten Karte von 1773. Wie das geht, ist für mich unerklärlich. Ich zeige euch jetzt mal. Ich werde mal auf irgendeine Ortschaft tippen. Von mir aus gehen wir mal auf Tulln. Ja? Gehen wir auf Tulln, ich bleibe mal drauf auf Tulln und switche mal rüber auf die Karte von 1773. Und komme genau auf Tulln. Ja, das ist diese Formation. Da ist die alte Donau. Die Flussrichtung ist natürlich dieselbe. Ich kann nochmal zurückswitchen, dass man nochmal sieht. Ja, die Flussrichtung und so weiter, diese Formation. Ja, hier. Es ist genau deckungsgleich. Genau deckungsgleich, weil die Weite, die Höhe, der Zoom genau dasselbe ist. Okay? Ich kann auch mal auf eine andere Ortschaft gehen. Von mir aus, was weiß ich, wo gehen wir denn hin? Eine etwas größere. Gehen wir auf Grafenwörth oder so, ja. Gehen wir mal auf Grafenwörth und switchen mal zurück. Da.
Grafen Wörth. Also die Karten sind komplett identisch. Und es, ja, bringt mich sehr zum Nachdenken. Wir reden hier vom Jahre 1773, wo es noch keine Flugzeuge gab. Es gab noch keine Satelliten, angeblich. Aber die Karte an und für sich ist dermaßen detailreich. Man sieht es ja mit diesen ganzen Flussarmen und die Wildheit des Flusses wurde halt völlig detailliert dargestellt und auch die Berge völlig detailliert dargestellt. Und da frage ich mich natürlich, wie ist sowas möglich? Wie kann sowas möglich sein? Ich weiß, dass es 1800 schon Ballons gab. Auch das ist mir völlig klar. Es gab Ballons. Nun, wenn ich jetzt aber mit Ballons fliege, dann, und ich aber eine Karte habe von ganz Europa, dann müsste ich mit diesem Ballon praktisch über ganz Europa geflogen sein, mit einer Kamera einen Film gedreht haben oder Fotos geschossen haben, was natürlich auch aufwendig ist, um diese Karte mit den Straßen und Wegen und den Ortschaften und den ganzen Flussarmen komplett detailliert und völlig getreu der Wirklichkeit wiederzugeben. Jetzt denkt mal drüber nach, wie das möglich sein kann. Wie viele Leute müssen daran gearbeitet haben, um das alles umzusetzen? In ganz Europa. Es ist ein Ding, wenn die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind, ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie die technischen Möglichkeiten im Jahre 1770 gewesen sind. Da kann irgendwas nicht stimmen. Die Karte ist da. Wir sehen einen alten Zustand, der in dieser Form mit den technischen Möglichkeiten, die sie damals hatten, nie zustande gekommen sein kann. Das muss jedem einleuchten, der jetzt gerade zuhört. Und das ist für mich eigentlich sehr erstaunlich, ja. Und es wird eigentlich immer noch erstaunlicher, wenn ich euch die nächsten Bilder von dieser Karte zeigen werde. Also es ist einfach nur für mich selber unglaubwürdig, was uns erzählt wird über die alte Zeit. Da kann irgendwas nicht stimmen. Jetzt zeige ich euch nochmal die ehemalige Ria zwischen Wien und Krems. Ja, also bis Krems kann man wirklich sehen, ist der Fluss reguliert, ja, wo man halt Zeit hatte. Also es ist möglich gewesen. Ja, es ist nicht unmöglich, einen Fluss zu regulieren bis zu dieser Zeit. Man sieht es ja. Er wurde reguliert. Ein gerader Strich, der irgendwie lang geht. Auch hier sieht es noch relativ gemäßigt aus und dann geht's los. Dann wird er wild. Ja, dann bricht er aus. Gibt es Nebenarme und so weiter und so weiter. Der Fluss unreguliert, kreuz und quer durchs Donautal, ja, kann man völlig klar sehen. Also es war keine Zeit, obwohl es die Möglichkeit gab, wo man ja sieht, es war ja möglich. War die Zeit nicht da, aus der Ex-Ria einen regulierten Fluss herzustellen? Die technischen Möglichkeiten waren dann, anscheinend waren sie da. Auch hier südlich von Bratislava, also Pressburg auf Deutsch, sieht man die Donau, wie sie völlig unreguliert dahin fließt.
wahrscheinlich auch wieder mit vielen, vielen Hochwässern, ja, wenn der Frühling kommt und so weiter. Oder wenn es mal stark regnet, ja. War das ein unberechenbarer Fluss? Ja. Hier sehen wir südlich von Budapest. Also Budapest ist oberhalb, ein bisschen runter geht Richtung dem heutigen, ja, was weiß ich was, Serbien. Sieht man wirklich schon gigantische Überreste des einstigen Pannonsees, ja, die sich noch nicht verzogen haben. Hier östlich der Donau riesige Wassermengen, die die Größe des Balatons überschreiten, bei weitem überschreiten. Wenn ich das nehme hier, was schon größer ist wie der Balaton, und diese Wassermassen hier unten, ja, dann haben wir fast zwei Balatons. Hier sehen wir fast zwei Balatons und es sind riesige Wassermengen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber auf dieser Karte von 1773, ja, sind sie eindeutig zu sehen. Ja. Und wahrscheinlich sind auch diese ganzen Flächen zwischen dem Wasser, zwischen diesen Seen und dem Fluss, ja, auch völlig morastig, ja, und schwer zu begehen. Kann man sich eigentlich gut vorstellen, ja, weil da immer irgendwie bei einem Hochwasser immer irgendwie riesige Wassermengen sich verteilen konnten, weil es immer als Feuchtgebiete waren. Morastige, sumpfige Feuchtgebiete in Verbindung mit diesen riesigen Seenflächen und dem Fluss Donau. Hier gehen wir mal direkt drauf, wo sich jetzt Budapest befindet. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, es diese Stadt noch gar nicht gab. Ja, da hast du noch zwei Städte gehabt, Buda und Pest, wobei Buda damals die wichtigere Stadt war. Und auch hier, weil du hier immer eine auch Fluchtmöglichkeit hattest Richtung Anhöhen, ja, diese Stadt war eigentlich sicherer gelegen hinter dem Fluss zu einer Anhöhe. Ja. Dazu war das die wichtigere Stadt. Und weiter unterhalb Pest, ja, was dann später Budapest war. Und auch hier sieht man den Fluss Donau, den Strom Donau, unreguliert, ja, noch mit einer Insel und mit Nebenarmen. Auch hier, ja, wurde noch nichts gemacht, war die Zeit noch nicht da. Ja. Nur noch mal kurz auf die große Wasserfläche etwas vergrößert, was das für gigantische Massen an Wasser sind, die noch übrig geblieben sind, die noch nicht verschwunden sind nach dem großen Pannonsee, von dem man eigentlich heutzutage nur noch ganz, ganz wenig sieht. Ne? Das muss man einfacher erwähnen. Ja? Innerhalb dieser Zeitspanne von 1773 bis jetzt ist ein Großteil oder der größte Teil dieser Wassermengen verschwunden. Und daraus kann man natürlich auch einiges ablesen, erkennen, wenn man aus dem Jahre 1773, 250 Jahre in die Vergangenheit gehen würde, wie viel Wassermassen es da noch gegeben haben könnte. Ja. Das Problem ist halt, umso weniger Wassermassen es gibt, umso schneller verschwinden die. Ja, also ist es wahrscheinlich, dass 500 Jahre vorher es noch gigantischere Wassermassen gegeben haben muss. Aber wir sprechen nicht nur von der Donau, sondern wir gehen noch weiter in den Osten von Ungarn, Magyarország,
Und da gibt es den Strom Theiss, auch ein großer Strom. Und da gehen wir auf die Region Szeged. Okay. Und da können wir natürlich keinen Strom erkennen, weil da haben wir mehr oder weniger einen fließenden riesigen See, der immer noch zu sehen ist. Ja. Das ist der spätere Strom Theiss. Und es ist eine riesige, große Seenlandschaft, ja, die den Balaton, den Plattensee, bei weitem übertrifft. Ja, das sind andere Dimensionen. Aber wie gesehen, es ist damals noch vorhanden gewesen. Sonst hätten sie es nicht auf der Karte dargestellt. Ja, und auch hier wirst du wahrscheinlich am Rande auch noch riesige Moor- und Sumpfflächen gehabt haben. Ja, das sind Überreste des Pannonsees. Eindeutig. Es ist ja völlig logisch, ja, dass der Pannonsee, als er sich zurückgezogen hat, als die Wassermassen abnahmen, zuallererst natürlich aus der höheren Gegend des Wiener Beckens abgeflossen sind, er komplett verschwand, aber es ihn in der ungarischen Tiefebene eine lange Zeit noch gegeben hat. Ja, und wenn das so ist, und wir hier im Jahre 1773 sind, dann muss ich mich wirklich fragen, ob die ungarische Nation wirklich im ersten Jahrtausend oder nach dem ersten Jahrtausend unserer Zeit gegründet worden sein kann. Ob das möglich war. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, da gab es riesige Wassermassen, die diese bei weitem noch überstiegen. Und diese riesigen Wassermassen, die mussten natürlich überwunden werden. Man muss sich das mal vorstellen. Allein das sind ja schon, was weiß ich was, 40, 50, 60 Kilometer, die überwunden werden müssen. Und das war aber auf der ganzen Landfläche so. Das heißt, du brauchst, um diese ganze Landmasse einzunehmen, die ungarische Tiefebene, brauchst du Boote, um diese Wasserflächen erstmal zu überwinden, um Städte zu bauen, um Ortschaften anzulegen, ja auch Landwirtschaft und so weiter, um sich zu verbreiten, musst du diese Wasserflächen, die du ja eigentlich nicht kennst, ja, du bist ja in diesem Land unbekannt, müssen diese Wasserflächen überwunden werden. Und ich meine, der Mensch ist ja wirklich kreativ und macht alles Mögliche, aber es ist trotzdem schwierig gewesen. Also vor 1000 Jahren, also 1000 unserer Zeitrechnung oder kurz danach im 11. Jahrhundert, dass das so ohne weiteres möglich war, ist für mich auch sehr zweifelhaft. Aufgrund der vielen, vielen Wassermassen, die überwunden werden mussten und der großen, großen Morast- und Sumpfflächen, die es gab. Darüber muss man wirklich nachdenken, weil es ist sichtbar. Im Jahre 1773. Man muss nur ein paar hundert Jahre zurückrechnen, in welchem Zustand sich die Landschaft da befunden hat. Mit Urwäldern, mit sumpfigen Landschaften und so weiter und so weiter. Ja, noch weiter im Osten, bei der Stadt Karçak, muss man sich ungefähr vorstellen, in der Nähe von Debrecen, was hier oben irgendwo liegt, auch wieder große, große Wasserflächen, die größer sind wie der Pannonsee. Ja, und das ist jetzt schon mehrfach, mehrfach im ehemaligen Ungarn. Ja, und da muss man wirklich, wirklich, ja, stark drüber nachdenken. Weil das sind alles Nachweise und Beweise für den Pannonsee. Wir sprechen eindeutig für den Pannonsee. Und dass das Dasein des Pannonsees noch nicht so lange her ist, wie es von der offiziellen Wissenschaft
postuliert wird, die ja von Millionen von Jahren sprechen. Hier sieht die Sache ganz anders aus. Bei diesen Karten, die offiziell im Internet kursieren und als Karten aus dem Jahr 1700 ja, einfach dargestellt werden. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist detailliert, präzise, deckungsgleich mit dem heutigen Maps-Karten dargestellt und die riesigen Wasserflächen sind enthalten. Sie werden in dem Fall nicht verheimlicht. Und man kann sich da wirklich einiges, einen Reim drauf machen, ja, wie das alles zusammenhängt. Hier werden anscheinend Geheimnisse oder Sachen, die vorher nicht offiziell waren, über die Hintertür wieder zur Verfügung gestellt. Wir sehen also, dass der Panonsee vor gar nicht langer Zeit noch vorhanden war. Die Menschen da lebten. Und ich habe da auch letztens, das werde ich auch mal bringen in einem Film, eine Geschichte gefunden. Eine niederösterreichische Geschichte mit sogar niederösterreichischem Akzent. Ich habe die bei Facebook, bei Forschung Ursteinwelten, habe ich das gepostet, diese Geschichte, von einem niederösterreichischen Fischer, wohlgemerkt mit niederösterreichischem Akzent. Also ich habe da wirklich eine ganze Zeit mal rumgerätselt, was die Geschichte überhaupt bedeutet. Habe es dann aber herausgefunden, weil es ist doch auf Deutsch, von einem Fischer, der am Meer lebt. Okay? Ein niederösterreichischer Fischer, welcher am Meer lebt. Und der dann halt auf dem Meer ein paar Sachen erlebt, ja, mit einem Schiff und so weiter. Eine hochinteressante Sache, die ich vielleicht mal bringen werde in einem kurzen Video, weil die ja wirklich interessant ist. Ja, es gibt anscheinend Geschichten auch noch, die man nur finden muss, über Österreich, was am Meer lag. Und als ja, und das ist alles gar nicht so lange her, wie es aussieht. Wie man halt jetzt in den letzten Bildern auch sehen konnte. Und das ist aber nicht unwichtig. Und darum bringe ich das immer wieder. Dieser See ist wichtig. Ja? Er ist in Zentraleuropa und er beeinflusste, als er vorhanden war, direkt unsere Geschichte und das Leben unserer Ahnen. Das darf man nicht vergessen. Er wird aber komplett ausgeblendet. Und weil er ausgeblendet wird, kann die Geschichte manipuliert werden, wie sie gerade manipuliert wird. Wenn der See vorhanden ist, kann die Geschichte nicht manipuliert werden, weil sie sich dreht und wendet mit diesem vorhandenen See. Und darum bringe ich das immer wieder, dass einem das ins Bewusstsein geht, dass der See unserer Ahnen ist, unserer Geschichte, unserer Vorgeschichte. Darum bringe ich das jetzt zum wiederholten Male, dass ihm das wirklich klar ist. Okay? Ja, und dass es alles gar nicht lange her ist und eigentlich noch greifbar. Gut, zum Schluss habe ich dann nochmal ein Schmankerl, wie man so schön sagt in Österreich oder auch in Bayern. Ein Schmankerl, da gehen wir mal auf die Ortschaft Fertőrákos. Ja, das passt alles wieder wie die Faust aufs Auge. Ja. Ich habe ja letztens schon mit den Assyrern, Babylonern und so weiter, da habe ich auch schon ein Video gebracht, die Verbindungen zu Mitteleuropa und so weiter, ja, mit dem assyrischen Relief. Und hier haben wir wieder einen weiteren Nachweis für diese Wahrheit. Und zwar in Fertőrákos, ja, da gibt es eine Mithrasgrotte, eine alte Mithrasgrotte, die natürlich
von der offiziellen Wissenschaft als ja, römisches Artefakt eingestuft wird, ja, oder ja, öffentlich dargestellt wird. Die Mithras-Grotte, da gab es ein Mithras-Relief gefunden. Das ist, befindet sich alles fast in unmittelbarer Nähe zum Neusiedlersee, allerdings auf einer Anhöhe, ja, so auf ja, 150 Metern über dem See gelegen, aber nicht weit weg. See ist genau in Sichtweite. Da liegt diese Mithras-Grotte, die sie wahrscheinlich hergerichtet haben, für das Mithras-Relief. Ja. Hier ist der Eingang zu diesem Gebäude, wo man halt im Hintergrund das Relief sieht. Ja, auch wieder ein Relief, ja, auch wieder interessant. Man sieht halt hier wahrscheinlich noch Reste eines alten Gebäudes, worauf dann halt diese Ziegel errichtet wurden. Also da doch relativ modern, wieder neu auf alt gebaut. Und hier drin halt ja, so wie eine Art Grotte errichtet. Ja, auch was auch interessant ist, eine Nebendarstellung, so ein bisschen an der Seite, wo man auch schon wieder hier eine Figur dargestellt sieht, ja, wie ein Mischwesen, ja, eine Chimäre. Der hat auch schon wieder Flügel, ja. Und ja, auch hier, wie es aussieht, wieder auf einem Stier. Und da hat er auch schon ja, diese, wie einen assyrischen Helm, ja, dieser hohe Helm. Auch eine sehr interessante Darstellung. Wir wissen natürlich nicht, ob das noch original, ja, original ist von damals, oder ob das noch nachträglich eingefügt, also gemacht wurde und eingefügt wurde. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Das Relief allerdings soll original sein. Ja, ein Originalfund aus dem Altertum. Ja, und hier sehen wir nochmal den Innenraum, ja, wie es halt innen aussieht. Ne? Können wir ein bisschen rumwandern hier, ein bisschen schauen. Hoch, ja, wie es aussieht. Ich weiß halt nicht, ob das diese Steine alle original alt sind, ob das die Originalgruft ist. Möglich wäre es und dann halt diese neuen Ziegeln halt dazu gebaut, ne, um das Ganze etwas akkurater und schöner aussehen zu lassen. Ne. Möglicherweise. Und jetzt zum Schluss werden wir noch mal ein bisschen recherchieren. Und ich lasse euch mal ein bisschen teilnehmen, wo man hier landet. Okay? Also, ich werde das nicht alles hier vorlesen. Direkt an der ungarischen Seite der Staatsgrenze befindet sich an diesem Pfarrweg die Mithras-Grotte, in der ein vor 1900 wieder aufgefundenes Mithras-Relief aus der römischen Zeit Pannoniens zu sehen ist. Okay, hier klicken wir mal auf die Mithras-Grotte. Okay, Mithräen waren meist unterirdisch angelegt oder in Fels gehauen. Für die nur ein bis zwei Dutzend Mitglieder zählende Mithras-Gemeinde genügte ein verhältnismäßig kleiner Kultraum. Das größte bekannte Mithräum bot Platz für 80 Gläubige. Zur Blüte des Mithras-Kults im 3. Jahrhundert soll es allein in Rom 800
Myträen gegeben haben. So. Dann haben wir hier oben einen Link Mithraskult. Auf den klicken wir jetzt rauf. Okay. So, und dann kommen wir der Sache schon ein wenig näher. Der Mithras, der Mithraismus oder Mithraskult war ein seit dem 1. Jahrhundert nach Christus im ganzen Römischen Reich verbreiteter Mysterienkult. Okay? Ja. Und lesen wir mal weiter. Ob diese Gestalt mit dem iranischen Gott oder Heros Mithra identifiziert oder aus ihr abgeleitet werden kann, wie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch allgemein angenommen wurde, ist ungewiss. Also da sind einige Sachen ungewiss, ja. Denn der römische Mithraskult weist in seiner Mythologie und religiösen Praxis deutliche Unterschiede zur indischen, iranischen Mithra-Verehrung auf. Somit ist heute umstritten, ob der römische Mithraskult sich aus einer Seitenströmung des Zarathrismus entwickelt hat oder eine synkretische römische Neuschöpfung ist. Okay. Wir gehen mal auf Zarathrismus. Ja. Zarathrismus, da befinden wir uns dann praktisch schon im Persien, im iranischen Kulturraum Persien. Und wir befinden uns schon bis im ersten Jahrtausend. Warte mal, lies mal vor. Zoroastrismus und Zarathustrismus oder auch Mazdaismus oder Parsismus ist eine Religion, die von Zarathustra gestiftet wurde. Der Anhänger des Zoroastrismus wurden Zoroastrier oder Zarathustria genannt. Und dieser Glaube, der auf der älteren indo-iranischen Tradition fußt, entstand zwischen 1800 und 6 bis 600 vor Christus im östlichen iranischen Hochland, vermutlich Baktrien, ja und so weiter, heutiges Nordafghanistan. Dann schauen wir uns diese Symbolik mal an. Farawar. Ja. Gehen wir mal auf diese Symbolik rauf. Farawar. Wir haben gerade Iran, Persien besprochen. Ja. Und dann schauen wir uns diese Gottheit an, die Assur-Gottheit. Und ein bisschen klein, ich will jetzt ein bisschen ranzoomen, schauen wir mal, ja, dass man es ein bisschen besser sieht, genau. Ja, das ist natürlich alles ziemlich gleich, oder? Nur die Blickrichtung von diesem Gott, oh, schau, kann man nicht vergrößern, ist ein bisschen anders, aber vom Grunde her gibt es da keine großen Unterschiede, würde ich mal sagen, oder? Das heißt, weil auch die Symbolik, erstmal die Ortschaft, fast identisch ist mit den Assyrern und auch die Symbolik ziemlich gleich ist, Assur, ja, der, also Assur ist ein Stadtgott, ein akkadischer, assyrischer Stadtgott und später auch der Reichsgott des kompletten assyrischen Reiches, meine lieben Freunde.
Ja, wir kommen wirklich von dem Mithraskult, von der Sonnengöttin auf Assur, auf Assyrien, wenn man das zurückverfolgt und das recherchiert. Ihr wart gerade live dabei, wie ich das recherchiert habe, meine lieben Freunde. Assur und diese Gottheit hier, also diese Gottheit, was ein bisschen größer, mal schauen. Ah. Also das, wo du auch hier unten einen Bogen siehst, genau wie beim Assur. Schau dir das genau an. Das ist auch den Bogen. Also es ist dasselbe. Okay, Zarathustra. Zarathustra und der assyrische Reichsgott sind ein und dasselbe. Mithras fußt auf einer alten assyrischen, wie es aussieht, auf einer alten assyrischen Religion, Glaubensgemeinschaft. Ja. Okay? Das wollte ich euch noch zeigen als kleines, ja, Schmankerl, so nebenbei, was? Was aber wieder unterstützt, was ich auch schon gefunden habe und was ich vermutet habe, dass Assyrien, Babylon sich ja, über die ganze Welt erstreckte und über Europa sowieso. Okay? Wie gesagt, wiederhole es nochmal. Auch Trier, die Stadt Trier im Westen Deutschlands wurde von Assyrern gegründet. Darüber habe ich schon geredet. Und das Ganze gibt langsam ein komplettes Bild, weil es ist nicht das einzigste, der einzigste Nachweis oder der einzigste Indiz in diese Richtung. Muss man mal ganz klar sagen, da gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Gut, das wollte ich euch heute zeigen. Pannonsee, nicht lange her. Die assyrischen Verbindungen zu Europa wollte ich auch nochmal zeigen. Wieder mal mit einem Nachweis. Recherchiert selber nach. Es ist nicht schwer. Es gibt viele Sachen zum selber recherchieren. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ihr wart live dabei wieder mal. Ja, gebt mir einfach ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja. Und teilt es, bedient die Glocke, ja. Macht alles, dass die ganze Information, die ich euch gebe, die von uns, vom Roman und mir, für euch weitergegeben werden, dass die einfach verteilt werden, ja. Helft uns ein bisschen. Weil ihr seht ja da, bei den Abonnenten, da geht es irgendwie nicht weiter, ne? Da stehen wir fast auf einer Stelle. Zeitlang ging es wieder bergauf, aber jetzt stehen wir wieder. Ja, helft uns ein bisschen, weil das sind wirklich wichtige Informationen für alle. Ne? Da geht es ums Aufwachen. Da geht es wirklich knallhart ums Aufwachen, um unsere Ahnen, um unsere Wurzeln, das alles wieder aufzudecken. Und wir arbeiten dran, wir versuchen alles Mögliche, dass es auf die Reihe kommt, dass wir wieder ja, völlig klar sehen, wer wir sind. Und ihr seid dabei. Ihr wisst es genauso, wie ich es weiß. Das, was ich weiß oder was der Roman weiß, das wisst ihr auch jetzt, ja. Und ihr müsst wissen, dass es wichtig ist. Es ist sehr wichtig. Ja? Es ist ursprünglich. Es ist wahrheitlich. Ja, wir sind ja nicht auf Profit aus oder so, sondern da geht es wirklich um Wahrheiten, Aufdecken. Ja? Unsere wahre Historie. Okay, Leute? Macht euch das bewusst, bitte. Okay? Also, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, Servus und Goodbye.